Oh ja, das, worüber sollen wir sprechen? Worüber sollen wir sprechen? Zum Beispiel was über das Thema Können und nicht Können. Können und also nicht Können. Der eine, der kann das einfach. Ich kann das nicht. Ich kann, wir haben nämlich gestern Bogen geschossen. Ja, genau. Und, ich kann es nicht. Du kannst es noch nicht. Du kannst es noch nicht, Bruder. Ja. Noch nicht. Ey, ich glaube, es ist ein absoluter Key. Ja. Ich glaube, man kann sich immer irgendwo hinstellen, etwas nicht können und sagen, das kann ich nicht. Ja. Oder noch schlimmer, das kann ich einfach nicht. Ja. So ist einfach, ich kann es einfach nicht. Ich glaube aber, man kann auch genauso gut an alles mit der Einstellung reingehen, okay, das kann ich noch nicht. Ja. Und man kann sich immer noch entscheiden, ob man sich dem auch widmen möchte oder nicht. Ja. Ich meine, du wirst einen Bogen schießen und vielleicht auch nicht, ist aber auch scheißegal. Aber die Einstellung zu sagen, ich kann es halt noch nicht. Ja, das ist wichtig. Alter, ja. Was bedeutet das für dich? Was heißt das für dich? Dass man mehr an sich glaubt. Und nicht sagen, also zum Beispiel als Rennfahrer schaffe ich ja auch nicht direkt. Wenn du dich jetzt in den Kart setzt und schneller bist als ich, die Chance ist ja auch nicht gerade groß. Yeah. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, ach, der kann das einfach, ich kann es einfach nicht. Aber als ich bei dir am Simulator gesessen habe, Mann. Ja, das habe ich auch gesagt, ich bin halt noch nicht schneller als du. Dass die Leute, viele Menschen machen sich es halt einfach und sagen, der kann es einfach und ich kann es nicht. Anstatt zu sehen, dass da ist ein Weg dahin gegangen. Ja. Wir haben ja auch über Takeshi 6ix9ine, glaube ich, haben wir gesprochen, ja, genau. War das. Der kann einfach rappen, ja, ist ja klar, dass der famous ist. Ja. Das, ja, wenn ich so auf in dem Umfeld aufgewachsen wäre, wäre es ja auch okay. Mit den Tattoos, ist ja klar, ist man berühmt. Ja, Mann. Nein, Mann! Man kann über den denken, was man will, aber der hat geackert dafür, wo er gerade ist. Ja. Und wenn man dahin will, wo er ist, dann muss man halt dafür ackern, man muss halt was dafür tun. Meine Mutter hat immer gesagt, man sieht immer die Blumen, aber niemals den Spaten. Ja, genau. Genau. Ich glaube, das ist key. Wenn wir es schaffen, so für uns als Athlet oder als Coach oder irgendwie im Leben, wenn wir es schaffen, bei all den Dingen, mit denen wir konfrontiert sind, die abgefuckt sind, zu sagen, okay, das kann ich halt noch nicht. Ja. Ganz ehrlich, das mit dem YouTube hier, was wir hier machen, ja. Ich glaube, das ist keine gute Qualität, was wir hier liefern. Ja. Es ist schlecht geschnitten, es gibt kein Intro, ja, es gibt kein Outro. Aber weißt du was? Wir können es einfach noch nicht. Ja. Wir werden es besser machen. Wir lernen es noch. Also, die Einstellung. Nicht, ich kann es einfach nicht, sondern sagt euch, ich kann es halt noch nicht. Und ob ihr es dann euch aneignen wollt oder nicht, das liegt an euch. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr offene Einstellung und ihr habt damit euer Potenzial im Auge. Auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Video. Unsere Videos werden auch besser. Wir können es halt noch nicht. Wir arbeiten dran. Ciao.